Der Fall, mit dem wir uns heute befassen, ist genau genommen gar kein Kriminalfall. Zumindest wurden die Geschehnisse um den Tod des Märchenkönigs Ludwig II. Von Bayern von offizieller Seite nie als Kriminalfall behandelt, obwohl die Umstände seines Todes nie vollständig aufgeklärt wurden und darüber bis in die heutige Zeit gerätselt und spekuliert wird. Am Abend des Pfingstsonntag 1886 begeben sich der bayerische König Ludwig II. Und der Nervenarzt Bernhard von Gudden zu einem Spaziergang in den Park des Schlosses Berg am Starnberger See, damals Würmsee. Was zunächst nach einem ganz normalen Spaziergang aussieht, wird ein dramatisches Ereignis nach sich ziehen, an dessen Ende beide Männer den Tod finden. Die Frage, die sich bis heute viele Menschen stellen, lautet: Hat der König am Ende wirklich, wie es später dargestellt wird, zuerst Bernhard von Gudden und dann sich selbst getötet? Oder war es in Wahrheit ganz anders und der bereits abgesetzte Monarch wurde ermordet? Als sich König Ludwig an diesem 13. Juni 1886 zusammen mit von Gudden um 18.45 Uhr zu einem Spaziergang aufmacht, ist er faktisch bereits kein Staatsoberhaupt mehr. Einige Tage zuvor, am 9. Juni, war er von der Regierung in München aufgrund eines auf den Vortag datierten Gutachtens entmachtet und entmündigt worden. Der König ist nun auf Schloss Berg interniert und kann hier keinen Schritt unbewacht unternehmen. Auf das Leben Ludwigs II. Will ich an dieser Stelle nur in wenigen Punkten eingehen, um den Hintergrund der Geschehnisse um seinen Tod ein wenig zu beleuchten. Eine ausführliche Biografie Ludwigs ist unbedingt lohnenswert, würde aber den Rahmen dieses Formates bei weitem sprengen. Falls euch das Leben und Wirken Ludwigs näher interessiert, gibt es hier auf YouTube sehenswerte Beiträge, die ich auch zum Teil als Quellen genutzt habe. Erwähnen möchte ich Ludwigs Unterstützung für den Komponisten Richard Wagner, dessen Werke Ludwig schätzt und verehrt. Ludwig verwahrt sich aber gegen Wagners antisemitische Haltung gegenüber Juden und weist dessen Überzeugungsversuche vehement zurück. Dennoch zeigt er sich gegenüber Wagner großzügig, stellt ihm in München ein Haus zur Verfügung und lässt ihm ca. 170.000 Gulden zukommen. Doch werden Wagners Forderungen im Laufe der Zeit immer maßloser. Und als er beginnt, sich in politische Entscheidungen einzumischen, ist eine rote Linie überschritten. Ludwig muss sich dem immer größer werdenden Widerstand in Regierung und in der eigenen Familie beugen und Wagner des Landes verweisen. Dennoch fördert Ludwig den Komponisten weiterhin. Er zahlt dessen Miete und sorgt dafür, dass zahlreiche Wagner-Opern im Bayerischen Nationaltheater ihre Uraufführung feiern können. Der immer menschenscheuer werdende Ludwig lässt sich hier Privataufführungen von Wagner-Opern vorführen. Und Ludwig finanziert auch das bekannte Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Die im Januar 1867 verkündete und am 7. Oktober desselben Jahres gelöste Verlobung mit der Herzogin Sophie Charlotte in Bayern sorgt für Wirbel. Eigentlich hatte Ludwig verkündet, nie heiraten zu wollen. Den Verlobungsball verlässt er bereits nach einer Stunde wieder und stellt die Herzogin damit bloß. Als Ludwig die Verlobung am 7. Oktober nach mehrmaligem Verschieben endgültig löst, ist der Skandal perfekt. Sophie verkraftet diesen aber ganz gut, da sie sich ihrerseits bereits 3 Tage nach der Verlobung in den Kaufmann Edgar Hanfstengel verliebt hatte und diesen des Öfteren heimlich auf Schloss Pähl trifft. Nach neueren Erkenntnissen ist es wahrscheinlich, dass Ludwig vom Verhältnis Sophies mit Hanfstengel gewusst und aus diesem Grund die Hochzeit immer wieder verschoben hatte. Im August 1870 beteiligt sich Bayern auf Grundlage des Schutz- und Trutzbündnisses mit Preußen am Krieg gegen Frankreich. Ludwig muss sein eigenes Volk gegen die Franzosen entsenden, obwohl er Frankreich so sehr liebt und den Sonnenkönig Ludwig XIV. Zutiefst verehrt. Als am 18. Januar 1871 während des noch tobenden Krieges im Versailler Schloss das Deutsche Reich proklamiert wird, bleibt König Ludwig von Bayern der Zeremonie fern. Ludwig hatte bereits am 30. November 1870 aus der Überzeugung heraus, Bayern vor einem Auseinanderbrechen zu bewahren, den sogenannten Kaiserbrief unterzeichnet, durch den dem preußischen König die Kaiserkrone angetragen wurde. Der preußische Kanzler Bismarck versüßt dem bayerischen König die Zustimmung mit Zahlungen aus einem Geheimfonds. In der Folgezeit zieht sich Ludwig immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Er entflieht der Wirklichkeit in immer kostspieligeren Bauprojekten. Gleichzeitig ist er der modernen Wissenschaft gegenüber aufgeschlossen und unterstützt zum Beispiel Projekte, die sich mit der Fliegerei beschäftigen.
Mit seinem Freund und Vertrauten, dem Bühnentechniker Fritz Brandt, arbeitet er an seinem Traum von Pfauenwagen, der über dem Wasser schwebt. Gemeint ist eine Art Flugseilbahn, die von Schloss Hohenschwangau auf die gegenüberliegende Seite des Alpsees führen soll. Mit Hilfe eines Fesselballons und durch Dampfmaschinen angetriebene Seilwinden soll die Gondel über den See schweben. Später wird in dem bereits erwähnten Gutachten, welches den König für geisteskrank erklärt, denn auch dieses kühne Projekt und überhaupt Ludwigs Unterstützung der Idee vom Fliegen als Beleg für seine Unzurechnungsfähigkeit herangezogen. Berechnungen der Fachleute ergeben schließlich, dass das Projekt Pfauenwagen technisch nicht durchführbar ist, da die Drahtseile zu lang und damit zu schwer wären und unter ihrem eigenen Gewicht reißen würden. Daher wird die Idee letztendlich verworfen. Ludwig unterstützt in der Folgezeit den Luftfahrtpionier Gustav Koch, der an der Entwicklung eines Luftschiffes arbeitet, eines Vorläufers des späteren Zeppelin-Luftschiffes. Auf das Dach der Münchner Residenz lässt Ludwig einen Wintergarten inklusive künstlichem See, maurischem Kiosk, burgenähnlicher Bauten und exotischer Pflanzen errichten, jedoch meidet er München in den folgenden Jahren gänzlich und residiert wechselweise auf Schloss Linderhof, Schloss Berg und Schloss Hohenschwangau. Von dort aus beobachtet er stets den Baufortschritt seines Märchenschlosses Neuschwanstein. Auf der Herreninsel im Chiemsee will Ludwig seinem großen Idol König Ludwig XIV. Ein Denkmal setzen. Am 21. Mai 1878 wird der Grundstein des neuen Schlosses Herrenchiemsee gelegt, das nach dem Vorbild des Versailler Schlosses das Gottesgnadentum der königlichen Herrscher prunkvoll verkörpern soll. Ein weiteres geplantes Bauprojekt, die Burg Falkenstein, wird nie in die Bauphase gelangen. In seinen Tagebüchern sinniert Ludwig über einen Geheimbund zum Umsturz der konstitutionellen Verfassung und der Wiederherstellung der absoluten königlichen Macht sowie den Erwerb der Kanarischen Inseln als sein absolutes Herrschaftsreich. Ludwig sucht oft die Abgeschiedenheit der Berge und verbringt viel Zeit auf einsamen Berghütten. Hier oben fühlt er sich im Einklang mit der Natur und der Welt. Die immensen Baukosten seiner feudalen Projekte kann Ludwig bald nicht mehr eigenständig finanzieren. Er muss Kredite aufnehmen, zu dessen Absicherung er vom Kabinett die Zustimmung zu einer Bürgschaft über 6 Millionen Mark fordert. Diese Zustimmung wird ihm jedoch verweigert und stattdessen wird die Entmündigung des Monarchen in die Wege geleitet. Diese wird vom Ministerratsvorsitzenden Johann von Lutz maßgeblich vorangetrieben, der im März 1886 den Nervenarzt Dr. Bernhard von Gudden damit beauftragt, ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Hierzu werden aus Ludwigs direktem Umfeld Briefe und andere Schriftstücke heimlich entwendet und zahlreiche Zeugenaussagen sollen die unheilbare seelische Störung, an der der Monarch leiden soll, belegen. Ohne dass von Gudden seinen Patienten auch nur einmal persönlich in Augenschein nimmt, erstellt er zusammen mit 3 weiteren Ärzten sein Gutachten, welches den König am 8. Juni 1886 für regierungsunfähig erklärt. Auf Grundlage dieses Gutachtens wird Ludwig einen Tag später am 9. Juni 1886 von der Regierung entmündigt. Ludwigs Leibarzt, Max Josef Schleiß von Löwenfeld, der Ludwig bereits von Kindesbeinen an kennt, wird hierzu nicht angehört. Als Gründe für die Unzurechnungsfähigkeit des Monarchen werden unter anderem seine andauernde Verschwendungssucht, die Unterstützung von wahnwitzigen Ideen wie der des Fliegens und seine unmoralischen Herrenfreundschaften angegeben. Wenn man berücksichtigt, dass Otto Lilienthal nur wenige Jahre nach Ludwigs Tod seine ersten Gleitflüge mit seinem Derwitzer Apparat unternimmt und Ferdinand Graf von Zeppelin 1898 sein erstes Luftschiff patentieren lässt, so scheint König Ludwig eher ein Visionär gewesen zu sein, was den Traum vom Fliegen angeht. Bereits in der auf die Entmündigung folgenden Nacht begibt sich eine Abordnung zu Ludwigs Aufenthaltsort Schloss Neuschwanstein, um Ludwig festzusetzen. Ludwig wird jedoch gewarnt und alarmiert die Füssener Gendarmerie, die das Zugangstor rechtzeitig besetzen und die Kommission abweisen kann. Gegen 4.30 Uhr müssen die Verschwörer unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ludwig lässt sie verfolgen und verhaften. Sie werden nun ihrerseits im Torbau von Neuschwanstein festgesetzt. Die Mitteilung über die Entmündigung des Monarchen wird jedoch kurz darauf an das Nachbarschloss Hohenschwangau telegrafiert, woraufhin die Gefangenen nach einigen Stunden ohne Wissen Ludwigs freigelassen werden und nach München zurückkehren. An diesem 10. Juni stellt Ludwigs Leibarzt in einer Erklärung an die Redaktion der Allgemeinen Zeitung klar, Zitat: Zur Berichtigung.
von der Existenz eines schweren Leidens, welche seine Majestät Ludwig II. An einer Ausübung der Regierung dauernd verhindert, ist durchaus nicht überzeugt, Dr. Schleiß von Löwenfeld, Leibchirurg seiner Majestät. Zitat Ende. Ludwig verhält sich seinerseits sehr passiv und nimmt verschiedene Ratschläge und Hilfeangebote nicht an. Den Rat seiner Vertrauten und auch Bismarcks, sich in München dem Volke zu zeigen, lehnt er ab. Auch eine ihm vorgeschlagene Flucht nach Tirol kommt für Ludwig zu diesem Zeitpunkt nicht in Betracht. Die Verschwörer um Johann von Lutz begehen nach damaligem Recht Hochverrat und müssen schlimmste Konsequenzen befürchten, sollte die unter zweifelhaften Umständen vollzogene Entmündigung Ludwigs einer kritischen Überprüfung unterzogen und gegebenenfalls revidiert werden. Deshalb ist Eile geboten und es müssen Fakten geschaffen werden. Am 11. Juni erscheint abermals eine Abordnung auf Neuschwanstein, die nun zum König vorgelassen wird. Man informiert Ludwig über das Gutachten und darüber, dass sein Onkel, Prinz Luitpold, bereits die Amtsgeschäfte übernommen habe. Ludwig wird in Gewahrsam genommen und am 12. Juni um 4 Uhr nach Schloss Berg gebracht. Der folgende Tag ist der Pfingstsonntag, 13. Juni 1886. Nachdem Ludwig bereits am Vormittag im Schlosspark einen Spaziergang zusammen mit von Gudden und zwei Pflegern unternommen hatte, ist er mit dem Arzt für den Abend zu einem weiteren Spaziergang verabredet. Auf Geheiß von Guddens gehen die beiden Männer diesmal alleine, ohne die Begleitung der Pfleger. Gegen 18.45 Uhr brechen sie auf. Als sie gegen 20 Uhr noch nicht zurück sind, wird zunächst vermutet, dass die Männer vor dem inzwischen eingesetzten Regen irgendwo Unterschlupf gesucht haben. Als sie gegen 22 Uhr noch immer nicht zurück sind, beschließt man, nach ihnen zu suchen. Ein Suchtrupp durchkämmt den Park und anschließend das Ufer des Sees. Hierbei wird der Mantel des Königs gefunden. Ein paar Meter weiter nördlich liegt Ludwigs Hut. Mehr kann in der Dunkelheit zunächst nicht gefunden werden. Vor dem Mitteltor des Schlossparks finden sich später Wagenspuren, deren Herkunft nie geklärt wird. Um nun auch den See abzusuchen, wird Ludwigs Fischer Jakob Liedl gerufen, der sich sogleich zusammen mit Schlossverwalter Huber und von Guddens Assistenten Dr. Müller in seinem Boot auf die Höhe der Stelle begibt, an der am Ufer Mantel und Hut des Königs gefunden wurden. Etwa 16 Meter vom Ufer entfernt finden sie im hüfttiefen Wasser den leblosen Körper von König Ludwig. Sie ziehen den Körper ins Boot und wollen direkt zum Ufer rudern, als sie nach wenigen Metern den Körper von Dr. Bernhard von Gudden finden. Schnell bringen sie nun beide Körper ans Ufer, wo man endgültige Klarheit erlangt. Der König und sein Begleiter sind tot. Nach der offiziellen Rekonstruktion der Vorgänge hatte sich König Ludwig nach ca. 800 Metern auf dem Weg in der Nähe des Seeufers plötzlich von seinem Begleiter in Richtung See abgesetzt und nach einem kurzen Moment der Verwirrung habe von Gudden die Verfolgung aufgenommen. Ziemlich genau am Ufer holt Gudden den König ein und versucht ihn festzuhalten. Der König befreit sich jedoch, indem er seinen Mantel abstreift und weiter ins Wasser läuft. Nach wenigen Metern hat von Gudden ihn erneut eingeholt und schafft es sogar, Ludwig ein paar Meter zurückzuziehen. Dann gibt es einen kurzen Kampf, wobei der 20 Jahre jüngere und deutlich größere Ludwig die Oberhand gewinnt und den Nervenarzt entweder erdrosselt oder ihn so lange unter Wasser drückt, bis dieser tot ist. Anschließend läuft Ludwig parallel zum Ufer weiter ins Wasser, wobei er von Guddens Körper ein Stück weit mitschleift und schließlich entweder ertrinkt oder aufgrund eines Herzstillstands verstirbt. Der offizielle, ausführliche und formal dem Stand der damaligen Zeit entsprechende Obduktionsbericht enthält keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung, lässt jedoch offen, ob der König ertrunken ist oder ob sein Herz-Kreislauf-System aufgrund der extremen Aufregung in Verbindung mit dem kalten Wasser versagt hatte. Für ein Ertrinken gibt es allerdings keine typischen Hinweise. Es findet sich kein Wasser in der Lunge des Leichnams. Doch ist dies nicht die einzige Ungereimtheit in den Dokumenten und Protokollen, welche die offizielle Darstellung des Ablaufs der Geschehnisse dieses Abends belegen sollen. So stellt sich zum Beispiel die Frage, warum der König, nachdem er von Gudden getötet haben soll, in der Absicht, sich selbst zu töten, parallel zum Ufer läuft, anstatt den direkten Weg zur Mitte des Sees einzuschlagen. Das Wasser ist hier in Ufernähe maximal 1,30 Meter tief, denkbar ungeeignet für ein solches Vorhaben. Auch ist es bemerkenswert, dass man bei von Gudden Würgemale am Hals sowie eine Verletzung am rechten Auge protokolliert, am Körper des Königs jedoch keinerlei Abwehr- oder sonstige Kampfspuren zu finden sind. Merkwürdig ist zudem, dass die im Schlosspark patrouillierenden drei Gendarmen von dem sicherlich nicht lautlos abgelaufenen Kampf nichts mitbekommen haben wollen. Und noch eine weitere Tatsache lässt an der offiziellen Version zweifeln.
Die Taschenuhr des Königs bleibt aufgrund des eingedrungenen Wassers um 18.54 Uhr stehen, die Taschenuhr von Goodens allerdings erst um 20.10 Uhr. Ein in neuerer Zeit durchgeführter Test mit zwei baugleichen Taschenuhren ergibt, dass beide Uhren bereits nach wenigen Sekunden im Wasser ihre Funktion einstellen. Da die Uhr von Goodens erst über eine Stunde nach der des Königs stehen blieb, ist es demnach unmöglich, dass der König den Nervenarzt getötet hat. Bemerkenswert ist auch, dass ein in der Nähe des Fundortes befindlicher Bootsschuppen, in welchen die beiden Leichname zuerst gebracht worden waren, am Tag nach dem verhängnisvollen Ereignis am Pfingstmontag abgerissen wird. Welche Umstände sollten einen Abriss der Baracken an einem heiligen Feiertag erforderlich machen? Sämtliche Personen, die an der Auffindung und Untersuchung der beiden toten Männer beteiligt waren, werden zudem vereidigt, niemals über die Geschehnisse dieses Abends zu sprechen. Jakob Liedl kommt später auf unbekannte Weise zu sehr viel Geld und erhält einen Bürgermeisterposten in der Gemeinde Berg. Einige andere an diesem schicksalhaften Abend Anwesende des Geschehens verschwinden später aus Bayern oder kommen unter ungeklärten Umständen ums Leben. Einer der Mediziner, die seinerzeit den Obduktionsbericht erstellt hatten, Dr. Mack, gesteht viele Jahre später seiner Tochter auf seinem Sterbebett, dass seine damals gemachten Angaben falsch waren. In Wahrheit hätte der Körper des Königs am Rücken zwei so wörtlich grässliche Schusswunden aufgewiesen. Ludwigs Leibarzt, Dr. Schleiß von Löwenfeld, schreibt in seinen Erinnerungen, dass er, als er sich den Ort des Geschehens einen Tag später ganz genau angesehen habe, festgestellt hatte, dass sich die Spuren Ludwigs und von Goodens im flachen Wasser an keiner Stelle begegnen, was ebenfalls ganz klar darauf hindeutet, dass der angebliche Kampf der beiden Männer nicht stattgefunden hat. Der König Ludwig-Experte Sepp Schleicher, in dessen Besitz sich mehr als 1500 Exponate, darunter viele Originalschriftstücke befinden, hält die offizielle Version von der Tötung von Goodens durch König Ludwig und dessen anschließendem Freitod ebenfalls für nicht haltbar. Schleicher vertritt die von zahlreichen Zweiflern an der offiziellen Darstellung für wahrscheinlich gehaltene Theorie, dass der König auf der Flucht erschossen wurde. Demnach habe sich Ludwig zum etwas nördlich des späteren Auffindeortes befindlichen Ruderboot seines Leibfischers Jakob Liedl begeben wollen und sei nach Erreichen des Bootes unmittelbar beim Einsteigen in selbiges vom Park aus erschossen worden. Dies wird durch die bis hierhin führenden Fußspuren belegt, die dann plötzlich aufhören und 4 Meter weiter in eine Schleifspur übergehen. Liedl sei nämlich nach den vermutlich 2 Schüssen in panischer Angst von der Stelle weggerudert, den tödlich getroffenen König noch ein Stück weit mitschleifend, da dieser mit seinem Oberkörper auf dem Boot lag, während seine Beine im Wasser waren. Das würde die vorgefundenen Schleifspuren erklären. Im Obduktionsbericht sind an Ludwigs Knien leichte Hautabschürfungen protokolliert, die vom Einsteigeversuch in das Boot herrühren könnten. Diese Beschreibung des Tathergangs wird durch eine vom Bezirksbautechniker Hofrat Hertinger am 15. Juni 1886 angefertigte Skizze der vorgefundenen Spuren untermauert. Von Gudden musste wahrscheinlich als Augenzeuge des Mordes aus dem Weg geräumt werden. Er wollte möglicherweise mit einer Ermordung des Königs nicht in Verbindung gebracht werden, woraufhin man ihn loswerden musste, um einer eventuellen späteren Aufdeckung des Königsmordes durch diesen Zeugen vorzubeugen. Die an diesem Abend am gegenüberliegenden Ufer des Sees in Possenhofen weilende österreichische Königin Elisabeth hält Prinzregent Kronprinz Luitpold, den Onkel Ludwigs, für den Drahtzieher des Komplotts gegen den König. Sie dichtet später: Seht den heuchlerischen Alten, drückt ihn sein Gewissen nicht? Tut so fromm die Hände falten, sauersüß ist sein Gesicht. Es wird spekuliert, dass Sissi in die Fluchtpläne Ludwigs eingeweiht war und den König bei einer gelungenen Flucht heimlich nach Österreich gebracht hätte. Endgültigen Aufschluss über die wahre Todesursache König Ludwigs II. Von Bayern könnte wohl nur eine genaue Untersuchung des in der St. Michaelskirche zu München befindlichen Leichnams Ludwigs II. Geben. Seitens des Hauses Wittelsbach wird jedoch seit Generationen jegliche Untersuchung mit Begründung der Wahrung der Totenruhe des Königs strikt abgelehnt. Diese Weigerung des Hauses Wittelsbach wird von vielen als indirektes Eingeständnis gewertet, dass man in Bezug auf die Todesumstände Ludwigs etwas zu verbergen habe. Andere Quellen geben gar an, dass der Leichnam König Ludwigs bereits in den 1930er Jahren aus dem Sarg entfernt worden sei, um jegliche Untersuchungen an ihm für alle Zeiten unmöglich zu machen. Auch diesen Sachverhalt würde eine neutrale Überprüfung schnell klären können.
So bleiben die Umstände um den Tod König Ludwigs II. Von Bayern bis heute rätselhaft. Wenngleich heute niemand mehr für die Geschehnisse verantwortlich gemacht werden könnte, so würde eine Aufklärung der Todesumstände des Königs und Dr. von Guddens zumindest für eine Richtigstellung der offiziell verbreiteten Version sorgen oder eben für deren Bestätigung.